sollte das X da echt wegmachen, das irritiert mich jedes Mal. So. Plop, 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 plop. Ja, jetzt hier Richtung Westen weiter und gucken, wie es da aussieht. Hi. Mal jetzt nochmal die Bannen, guck das, was macht. Hast. Was haben wir noch Neues, was ich ausprobieren wollte? So, klappt auch nicht. So schnell der Tod wollte ich noch testen. Aber das beißt sich gerade ein bisschen mit dem Warnblick. Das ist jetzt immer noch dieselbe Stelle, oder? Ja, okay. Süden, 1, 2 Felder. Und dann kommt wieder so eine Kreuzung. Westen geht's runter. Und Osten gibt's eine Sackgasse und geht runter. Hallo? Ah. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So sieht das Ganze aus. Hoffe, das ist noch drauf, aber es sollte zu erkennen sein da unten. Ich gehe jetzt zurück. Weil wenn ich das richtig im Verdacht habe, ist in einer der Ecken oder irgendwo dazwischen diese unsichtbare Druckplatte. Und es sollte darauf hinauslaufen, dass das zwei oder drei solcher Kringel sind, die ineinander angeordnet sind. Und je nachdem, wo man drauf tritt, werden die Gänge dann ein wenig verändert. Ist es nicht gerade irgendwo hinzulaufen? Ja, von beiden Seiten umzingelt von den Viechern. Also ja, es war eine Falle. Oder für Treppen die wenigstens nicht. Ja. Wollte eigentlich wenigstens ein bisschen noch extra Schaden damit machen. Okay, zurück. Ich. Oh. Bin richtig verfolgt diesmal. Ich sollte jetzt wieder hier stehen. Unbedingt. Ja. Ich muss irgendwas gegen die finden. Oh, vielleicht der Stab der. Nicht der, der gebannten Magie. Also, es wird wahrscheinlich genauso sein wie Magiebann. Ja, schade. Es war ein Versuch wert. Vielleicht ist es ja nicht Magiebann, sondern. Bann Magie in anderer Form. Also, dass magische Wesen gebannt werden. Das war meine Idee dahinter, aber nein. Wusch. Schon. Man merkt, dass es Hast ausgelaufen ist. Okay. Ja. Sprech bitte ein Gebet. Beat fürs bessere Treffen. Und überleg dir, was man noch so machen könnte. Flammenschlag. Sie sehen so aus, wenn es eine wandelnde Flamme wäre. Da wird ein Flammenschlag wahrscheinlich nicht viel bringen. Ja, ist nicht aufgeflasht. Durchschleichen könnte gehen mit der Unsichtbarkeit. Aber die haben halt auch die Eigenschaft, Gänge zu blockieren. Okay, endlich Ruhe. Rasten. Jo. Passt. So. Wo sind wir? Wir sind immer noch hier an der Ecke. Da unten vermute ich ja diese ganzen Kreiseldinger, die möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Ich möchte stattdessen nach Westen weiter. Und ich probiere jetzt mal
Machen wir keine Stufe 4 Zauber. So, weil es nur Fluchbrechen ist, okay. Ich probiere jetzt mal einfach nur durchzugehen. Das heißt 1, 2, wir stehen hier. Das eine fällt nach vorne und dann macht es einen Knick Richtung Norden. Es geht nach Norden weiter, macht aber ebenfalls einen Knick nach Westen, was unpraktisch ist, weil da gleich mein Kartenrand ist. 1, 2. Gott sei Dank, Knick nach oben. Nochmal 1, 2, oder? Ja, 1, 2. Und eine komplette Kreuzung. Gut. Also ich muss die Karte später noch einmal abzeichnen und das Ganze ein bisschen nach rechts verschieben. Oder auch nicht. Super knapp. Rechts auch. Und im Norden haben wir eine weitere Druckplatte. Die jetzt irgendwas irgendwie irgendwo was verändert hat. Hast. Und ich habe die Unsichtbarkeit gar nicht gesprochen, ne? Oder sie wurde von irgendwas ausgelöst. Ne, die Unsichtbar ist noch da. Habe ich vergessen zu klicken. Jetzt bitte. Also, wir stehen hier auf dieser Druckplatte. Jetzt gehe ich den Weg zurück, komplett, bis zu dem Punkt, wo ich mich immer wieder sammle. Der ist hier. Und schaue, ob sich unterwegs irgendwas verändert hat. So, knick nach da. Es geht nach Norden weiter, wie vorher auch. Aber ich kann hier schon mal mehr einzeichnen, weil man jetzt gerade mehr sieht. So. Da macht es jetzt so einen Knick. Es geht nach Süden rum. Ja, geht es immer noch. Und wenn ich jetzt nach Westen gehe, bin ich wieder bei der Ausgangslage. Okay, also der Knopf scheint nichts in unserer unmittelbaren Umgebung verändert zu haben. Das klingt schon mal gut. Das heißt, ich gehe jetzt zurück zu dieser T-Kreuzung hier und schaue, was es damit auf sich hat. Links ist eine Sackgasse. Rechts macht es einen Knick nach Süden. Da ist nicht besonders viel Platz. Schauen wir mal kurz, ob es wirklich eine Sackgasse ist. Keine Schalter, kein gar nichts. Nö, okay. Dann hier, ja, da ist wieder ein Knopf. Stiefel ich mal drauf. Problem ist halt, ich bin hier schon mal durchgerannt. Und das war nicht sehr strukturiert, sagen wir es mal so. Also kann ich jetzt nicht sagen, ich merke mir jetzt, welche Druckplatte ich schon gedrückt habe und markiere das irgendwie auf der Karte oder lege einen Gegenstand drauf, weil ich weiß halt nicht, was vorher gemacht wurde. So, wir sind jetzt, glaube ich, hier. Richtung Westen geht es zu dem anderen Ding. Richtung Süden müsste ich zurück zu meiner Ausgangslage gehen. Und hier ist jetzt die erste Veränderung. Die Wand hier ist zu. Also es müsste eigentlich hier weitergehen. Das heißt, der Knopf hier steht damit in Verbindung. Ist dafür irgendwo anders was aufgegangen? Also hier kommt jetzt wieder das mit den Drehdingern. Da will ich eigentlich nicht weitergehen. Da ist der Knopf, wenn ich den aktiviere, könnte ich wieder raus. Ich gehe zurück zu dem Knopf hier und schaue, ob da was aufgegangen ist. Was? Norden. Norden, Norden, Norden. Ne, ist nichts aufgegangen. Okay, dann drücke ich jetzt den Knopf hier nochmal, damit mein Weg zurück wieder frei ist. Oh, der ist nicht frei. Okay. Dann gehe ich jetzt Richtung Nordwesten, wieder zu der Druckplatte hier und hoffe, dass das dann die Freimachdruckplatte ist. Nein, ist sie nicht. Hat sie noch irgendwas hier verändert? Nö. Ja, also sobald ich den Bereich hier betrete und eine der Druckplatten aktiviere, komme ich anscheinend in die Verlegenheit,
nicht mehr rauszukommen. Dafür ist hier jetzt eine Wand offen. Ja, hier ist theoretisch auch noch eine Wand. Ich weiß nur nicht, welche von den beiden Druckplatten hier oben die da aktiviert. Wie markiere ich das jetzt am besten? Ich schaue mich gerade um nach irgendwelchen bunten Sachen. Da ist was Buntes. Extrem! So. Also die beiden, also die vier komischen Wände da, die sind toggelbar, also veränderbar durch die Druckplatten hier oben. Was mit den beiden Druckplatten dann ist, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich stehe jetzt hier. Stiefel mal auf die. Und auf die. Und gucke jetzt hier Richtung Westen weiter. Ich schaue mal, ob da eine Verbindung ist. Also 1, 2 Felder. Dann stehe ich leider vor einer Wand. Richtung Norden sollte es nicht weitergehen. Genau, da ist nämlich kein Platz. Richtung Süden geht es weiter. Ah, das ist auch schon wieder so ein Donut. Also das ist Donut Nummer 1, das ist hier dann irgendwo Donut Nummer 2, das ist hier Donut Nummer 3. Das heißt, auch jetzt kann es wieder passieren, dass ich gedreht werde, ohne es zu merken. Haha. Okay, und hier ist eine Fake-Wand. Die ich am besten gar nicht erst als Wand einzeichne. Und wenn ich hier später nochmal hinkomme und wundere mich, warum da nichts ist, dann kann ich einfach durchgehen. Gut, also klick, klick, klick. Ah, oh Mist. Ja, und die sehen mich, egal ob ich unsichtbar bin oder nicht. So viel zu der Idee. Aber als rein magische Wesen ist auch naheliegend, dass sie unsichtbar aus entdecken können. Ja, ohne das Schwert, oder? Hätten wir hier echt ein Problem. Und hätte ein gewisser jemand sich nicht ein gewisses anderes Schwert stehlen lassen, wäre es wahrscheinlich noch einfacher gewesen. Also direkt bestimmt mit Absicht gemacht. Ihm war die Waffe einfach nicht zwergisch genug und dann, ne? Also, wo genau? Ich glaube, ich stehe jetzt hier. Ich merke schon, dass ich gleich wahrscheinlich einen Fehler machen werde beim Kartenzeichnen. Aber solange es einigermaßen grob ist, kann ich das später immer noch anpassen. Gab schon ein guter Treffer. Ist das Gebetsding aktiv? Nein, hier. Okay, noch ein guter Treffer. Es war kein guter Treffer, es war nur 7. Wusch, wusch, wusch. Jetzt mehr aus als die anderen, kann das sein? Das ist ein besonderes Irrlicht. Ne, okay. Also, hier. Moment mal. Das, das, das. Hier ist eine Sackgasse. Das ist gar kein Donut. Aber hier könnte einer kommen. Nein, da war Andrea. Ja, gehe ich jetzt gar nicht mal erst weiter. Ich wollte nur gucken, ob das hier so aussieht, wie ich dachte, dass es aussieht. Den Rest kann man sich denken. Das heißt, ich gehe zurück nach Osten. Hier ist nach unten, unten. Hier ist ja eine Sackgasse. Ja, und hier habe ich jetzt auch keinen Platz mehr. Ich muss also die gesamte Karte nach Nordosten, also oben rechts, verschieben. Und nochmal neu zeichnen. Okay, aber ich kann dann, bevor ich das mache, noch zurückgehen und hier weiter zeichnen. Das heißt, wir sind jetzt hier bei dem Kreis, geht nach rechts rum, macht einen Knick. Richtung
Osten ist eine Einbuchtung. Da geht es jetzt so wieder zurück, glaube ich. Du mal kurz rum. Solange meine sich von dem Schlagen erholen, zeichne ich hier weiter die Karte. Kannst ja nix. Ja, wird ein 2x2 Raum sein. Also 2x2 Raum mit Ausgang im Südwesten jeweils. Oh, hast mich einmal getroffen für 10 Schadenspunkte. Bisschen provozieren hilft immer. Das ist der Kinder in mir. Gucken, wie viele Leute von euch Kinder kennen. So. Jetzt. Wo kommst du noch einmal her? Hier ist Tanzfläche. Wusch. Okay. Das war verklickt. Das wird später angeguckt, wollte ich sagen. Wo bin ich jetzt? Ich guck nach Osten. Hier in dem Raum, da bin ich. Da geht es jetzt ebenfalls nach Süden. Ein Feld, dann macht es gleich wieder einen Knick nach Osten. Also noch ein Bereich, den ich nicht wirklich weiter einzeichnen kann gleich. Oh, hier ist ein Donut. Yep. Donut. Ich mag an sich Donut sehr gerne. Aber hier fängt mir an, das nicht mehr so zu gefallen. Ich gehe zurück Richtung Norden. Westen steht jetzt hier. Oh, da ist ein Schalter. Also macht es hier nochmal einen Knick. Sollte kurz zurückgehen. So, ich stehe jetzt hier. Es macht dann da einen Knick runter. So, und dann ist da gleich der Knopf. Ha! Der irgendwas gemacht hat. Eventuell die Dreher deaktiviert. Das kann ich halt nicht beschwören. Na gut, ich denke, ich sollte mich jetzt erstmal verabschieden. Die gesamte Karte nochmal neu zeichnen, auf einem neuen Blatt Papier und ein bisschen nach Nordosten verschoben, dass wir mehr Platz haben, das alles ordentlich aufzuschlüsseln. Und hier ist es jetzt definitiv wirklich wichtig gewesen, die Karte zu zeichnen. Also in den Kommentaren am Ende der letzten Staffel wollte ich schon fast sagen, also am Ende von Eye of the Beholder 1, meinten ja recht viele Leute, dass es in Eye of the Beholder 2 nicht so nötig wäre, eine Karte zu zeichnen. Und das kann ich auch so weit unterschreiben. Also die ersten Ebenen gingen wirklich gut. Aber jetzt das Untergebiet, wo man nicht schlafen konnte, da wäre es eigentlich nötiger gewesen, von vornherein einzuzeichnen und hier jetzt auch. Und ich denke mal, in Zukunft werden auch noch ein paar mehr davon kommen. Aber zwischendurch gibt es dann auch mal wieder Phasen, wo man es nicht braucht. Also ich finde das echt gut gelöst soweit. Also wenn es knifflig wird, Papier auspacken, ein bisschen rumkritzeln, dann klappt das so. Und wenn es nicht knifflig ist, geht das auch ohne Papier. Und so macht das Spiel auch gleich wesentlich mehr Spaß als der erste Teil. Und auch die ganzen Zwischensequenzen und Textdateien, die man findet, haben das Ganze echt ausgeflasht. Das finde ich super. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Karte habe. Und dann tüfteln wir uns weiter hier durch. Also bis gleich.